Herzlich willkommen bei Brandon Wunders Astrophysik TV. Bei Messier 5 handelt es sich um einen Kugelsternhaufen in Sternbild Schlange. Seine Entfernung wird mit 25.000 Lichtjahren angegeben. Und sein Durchmesser liegt bei 165 Lichtjahren, was für einen Kugelsternhaufen typisch ist, weil die alle so einen Durchmesser um die 100 bis 150 Lichtjahre haben. Und Messier 5 hat halt ein kleines Stückchen mehr, nur das ist ja nicht so schlimm. Sein Alter wird mit über 10 Milliarden Jahre angegeben und generell handelt es sich bei Kugelsternhaufen um Sternhaufen, die ein hohes Alter haben. Das ist allgemein so bei Kugelsternhaufen. Man geht von etwa 500.000 Sterne aus, die sich in diesem Kugelsternhaufen sich befinden. Und die Konzentrationsklasse liegt bei römisch 5. Und wie ich gestern auch schon gesagt habe, werde ich bald auch ein Video machen, wo ich die Konzentrationsklassen für Kugelsternhaufen erklären werde. Für eine Umlaufzeit um die Milchstraße herum benötigt dieser Kugelsternhaufen 1 Milliarde Jahre. Also da kann man schon davon ausgehen, dass es sich sehr außen von der Milchstraße befindet, also sehr am äußeren Bereich. In dem sogenannten Halo. Bei einem Halo, das ist sozusagen ein Bereich um die Milchstraße herum, also Halo mit 1L plus geschrieben, wo die ganzen Kugelsternhaufen sich befinden, während sich die offenen Sternhaufen in den Spiralarm sich befinden. Das ist anscheinend ein Unterschied zwischen offenen Sternhaufen und Kugelsternhaufen. Messier 5 kann bei einem sehr klaren Himmel mit bloßem Auge als sternartiges Objekt gesehen werden. Das liegt nämlich daran, dass die scheinbare Helligkeit des Kugelsternhaufens bei 5,5 Magnituden liegt. Und mit einem kleinen Fernrohr wiederum kann man auch schon einzelne Sterne sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.